Das macht alles keinen Sinn. Das stimmt. Und damit herzlich willkommen zurück. Das macht alles keinen Sinn. Müssen wir mal in den Videobeschreibung schreiben. Dieses Video, was du jetzt anschaust, das macht nur gar keinen Sinn. Lichtsturzstrecke entdeckt. Nee, das sind Headcrab-Kanister, die jetzt hier rumfliegen. Kämpfe ich gerade gegen den Koch? Nee, hier kommen gleich Headcrabs. Kopfkrabben. Hä, wie kommt man da hoch? Moment. Das Essen schmeckt nicht gut. Die aufmachen kann. Invictus Castrum entdeckt. So, nach Süden. Muss ich da erstmal einen Berg oder was? Kannst du, ich weiß nicht, ob du die Markierung sehen kannst. Da. Siehst du die? Stirb. Auf jeden Fall Südosten. Da ist ein so ein kleiner Schwarm mitten auf der Wiese und so ein Haus oder sowas daneben. Ein kleiner Schwarm. Was ist da? Ein kleiner Schwarm auf der Wiese. Ich brenne. Ja, Südosten, nicht Südwesten. Er sagt im Norden. Ja. Ja, geh nicht auf Sand, die Gebäude, Arbeitslöwen ja. Ja, genau. Drehen davon durch. Und da musst du mit dem Macker reden und der schießt dich mit seinem Katapult auf den Turm. Mit dem Macker Laszlo. Oh, what the fuck? Laszlo, nein! Die sind doch alle verrückt hier. Die spinnen die Char. Viel Glück zum Nichtgeburtstag, viel Glück, viel Glück. Mach die. Sind Char nicht die Römer von Guild Wars? Ne, die Char sind scheiße, wie Sau. Ich kann das Gebiet nicht mehr sehen, also ich mag das nicht. Ich mag diese Flammtürme nicht, die sie benutzen. Das ist einfach nur Müll. Ist ja nicht immer animiert, das ist ja gemein. Ach, du bist jetzt beim Katapult? Ja, ich bin jetzt hier einfach oben. Kam bei dir auch einfach so eine Ladezone? Ja. Ja, das fand ich auch super scheiße. Da haben sie super Potenzial, entgehen lassen. Ich glaube, ja. das hab ich auch in einem der Titel, das kommt irgendwann in den nächsten Wochen. Ja. Im Video. Das. Da bin ich genau deiner Meinung. Das ist echt schade, ne? Fliegt man durch. Da denkt man, man fliegt jetzt durch die Luft wie in anderen Spielen. Nein, da kommt eine Ladezone bis oben. Es wird nicht animiert. Es ist einfach nur traurig. Das Einzige, woran du noch sehen kannst, was du anscheinend noch. Ist, dass du dich nicht bewegen kannst. Skills abhängig. Ja. Ich fühle mich gut. Das war's. Die machen ja ganz schön viel Zeug. War das euphemistisch für Scheiße oder was? Der Baum, er brennt. Man glaubt es kaum. Zum Glück ist es kein brennender Busch. Vor allem weiß es inzwischen die. Weil es ja inzwischen die Jump Pads gibt. Dann braucht man das Katapult nicht. Aber das klappt nur, wenn du endlich die Gruppe dazu zwingst und schaffst, dir zu überreden, Guild Wars zu kaufen, damit sie diese Addons kriegen, damit wir endlich die lebendige Welt machen können. Aber wir mögen die Welt nicht lebendig. Nee, da gibt es ja die Animation schon. Zeit, echten Schaden anzurichten. Wie, da gibt es die Animation? Ja, wenn du diese Reittiere nimmst. So, Alter. Ich wollte gerade schon wieder den Hundecounter aktivieren. Ich habe gerade so einen. Hundecounter? Ja, ich mache jetzt eine Strichliste, wie viele Hunde ich pro Tag höre. Dann mache jetzt eine Strichliste. Oder wie oft du einen Hund hörst. Wie oft ich einen Hund höre. Und dann. Ja, die Hunde zu zählen macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Dann töte die Welt! Bitte, schreit er gerade. Aber eins muss ich euch sagen. Dank euch wird sich die Flammenlegion auf schmerzvolle Weise an das Vermächtnis von Carla Flammenklinge erinnern. Cool. Ihr habt euch als gute Agenten erwiesen und könnt euch unseres. Deren Respekt. Respekts und deren Dankes gewissern. Normalerweise geht das nicht so schnell, aber ihr habt das euch ja verdient. Also.
Wachen Sie auf, Shadow und Magman. Ich bin wach. Schnuppert die Asche in der Luft. Was? Wir sind jetzt schon live. Warum? Warum merkt sich YouTube 22 Uhr? Schon spät, ne? Ja, eine Vorkehrung. Normalerweise sind wir immer um 22 Uhr online. Aber warum? Warum gibt's jetzt erst die E-Mail? Oh Leute, ich kann euch nur raten, den Discord oder ja, den Discord zu folgen, oben rechts Einladungslink oder in der Community bei YouTube. Also es sind jeden Freitag und Samstag findet ihr den Link. Oder ihr folgt meinem Twitter-Account, weil dann kriegt ihr ja immer rechtzeitig die Meldung, dass ein Livestream ist. YouTube ist so langsam mittlerweile und ich habe auch keinen Zugriff auf die Kommentarfunktion, wenn jemand Kommentar schreibt. Ist tot. Einfach weg. Ich kann höchstens auf mein Handy gucken, ob jemand einen Kommentar geschrieben hat, aber ansonsten sehe ich das nicht mehr. YouTube wird immer langsamer. Achso, ich soll ja nichts mehr machen hier. Aha, dann kann ich ja gehen. Geh weg, ich bin schon längst fertig mit dir. Geh weg, wenn du ein Schaf bist, geh weg. Wenn du ein Schaf bist, geh weg. Wenn die Bäume brennen, geh weg. Wenn du ein Schaf bist. Die Musik ist einfach weg. Ich geh jetzt einfach raus. Excelsior. Und diese Welt, die ich jetzt meine, ist lebendig. Und weiter weiß ich nicht. Denkt euch den Rest. Nein! Ich muss nichts machen. Ich kann einfach weitergehen. Neue Lichtung Kral entdeckt. So, ich gehe gleich zurück. Ich nutze den Wegschrein hier nachher als Teleport-Plattform. Wie mag... Ich wollte es. Ging nicht. Was steht da? Lahmarsch? Ach ne, Lahmox. Was ist ein Lahmox? Ach so, das ist eine Mischung aus Ochse, Säbelzahntiger und Nilpferd. Oder Flusspferd. Was ja auch beides das gleiche ist. Nilpferd oder Flusspferd, ist auch egal, wie man es ausspricht, ist auch beides das gleiche. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann mal wieder ein Deus Ex oder Deus Ex, ist auch egal, wie man es ausspricht, ist auch alles das gleiche, Let's Playen kann. Oder werd. Wegmarke Feuerwachtlager entdeckt. Invictium Moor, ne? War da noch was hier links? Ich hoffe nicht. Minotauren. Aller Welt, vereinigt euch. Gründet einen eigenen Staat und nennt sie Minotaur-Union. So, wie komme ich jetzt da hinten ran? Hier lang, Dr. Freeman. Ich schaue zu viel Synergy, ey. Oh, die Übersetzung, ey. Ich... hab das Spiel noch nicht so sehr verfolgt, das neue Half-Life in VR. Aber die Übersetzung, wenn sie genauso ist wie dem Anfang, ist dann noch schlechter als im zweiten und den anderen beiden Episoden. Und da fand ich sie eigentlich gut, die Übersetzung. Gut genug. Weiß nicht, was die meisten überregen sich über Übersetzung auf, aber ich fand sie eigentlich relativ okay. Das Einzige, worüber ich mich immer aufgeregt habe, sind die Sprecher.
Shit. Nichts dann. Zeit, yep. Echten Schaden anzurichten. Nee, du machst keinen Schaden. Du machst jetzt ein Ei hier und dann hoffst du auf das Beste. Lauf. Lauf, Schlampe, lauf. Ja, hau die Erde. Die Haude hat's getan. Die Erde hat's getan. Wenn jetzt hier die Leute zuschauen und denken, ah, Half-Life VR, würde ich bei dir schauen. Kann ich nicht spielen. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht. Muss ich leider sagen, meine GTX 970 ist leider zu schlecht dafür. Die schafft ja teilweise schon mal Guild Wars nicht. Vom Gefühl her. Okay. Naja, probieren wir es, ne? Okay. First try, nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie weit, ob die den Fehler ausbügeln in der deutschen Übersetzung, aber der erste Einleitungssatz sagt schon, implizit schon, dass die Geschichte nach Half-Life 2, Episode 2 stattfindet und nicht davor. Dabei spielt das eigentlich zeitlich geschehen dazwischen. Also zwischen HL1 und HL2. Und ich weiß nicht, kennt ihr Sinknebelfälle entdeckt? Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Lore... wie gut meine Zuschauer jetzt die Lore verstehen von Half-Life und ob sie die auswendig kennen, so wie ich. Irgendwie sehen diese Viecher aus wie ein SCP. Und ich glaube 989 war das, meine ich. Oder 939, keine Ahnung. Die kenne ich wiederum nicht auswendig. So, jetzt haben wir, glaube ich, die gesamte westliche Hemisphäre abgedeckt. Wir haben schon über die Hälfte von Eisenmark. Wenn man Magman in eine Rüstung steckt, nennt sich das übrigens auch Eisenmark. Ich bin bei 30%. Okay. Ich mag neue Orte. Obsidianstrecke entdeckt. Hier werden die Spiele von Obsidian Games gemacht. Es ist einfach nur eine Gerade. Hier direkt das nächste Gebiet. Die Verseuchung entdeckt. Noch schlimmer. Oh ja, die Verseuchung macht Schaden. Oh, die Verseuchung ist heftig. Mann, mir läuft die Nase gerade im Moment. Leben. Zeit, echten Schaden anzurichten. Oh Mann, ey, so dramatisch habe ich mir noch nie in die Nase abgewischt. Voll mit epischer Musik im Hintergrund. Das ist mal sehr komisch hier unten. Spürt die Wut.
Zeit, echten Schaden auszuteilen. Das spürt ihr noch tagelang. Mario, ich habe ja vor ein paar Tagen Witcher gezockt, ne? Und da bin ich auf, habe ich auch Livestream, da bin ich auf einen Gegner gekommen, gestoßen und da habe ich dann auch gesagt, irgendwas habe ich gesagt. Auf jeden Fall habe ich dann das Stirb so ausgesprochen, wie Geralt das tut. Und weißt du, was das erste, was Geralt gesagt hat? Stirb. Ich höre kein Lachen. Keine Pointe. Hat er auch gesagt, was ist das auf Deutsch? The wind is howling. Na, er hat gesagt, es stürmt. Scheiße. Irgendwas hat er gesagt. Genau. Irgendwas hat er gesagt. Grund, da sagt er halt die ganze Zeit. Ja, und sind die Bäume immer noch so komisch am hier durchflippen? Oh ja. Oh, krass, dass sie das nicht behoben kriegen, ne? Ja, das gibt's in jedem Spiel, aber. So, das hat mit der Engine zu tun. Ich wette dir, wenn es jemals ein Half-Life. Ja gut, wenn es überhaupt ein neues Half-Life gibt, dann brauche ich einen neuen Rechner wahrscheinlich, weil ich krieg die Source 2 Engine wahrscheinlich nicht gerendert mit dem Rechner hier. Nee, aber Fakt ist. Aber dann ist sowieso 2 Jahre später. Aua! Was wollte ich sagen? Achso. Ne, ich wette dir, dass das in jedem Spiel so sein wird. Also auch zukünftige Spiele gibt es, werden die Bäume nie realistisch aus sich bewegen. Aussehen werden sie schon realistisch, aber die werden sich nie realistisch verhalten. Das glaube ich nicht. Top. Die Wette gilt. Ich habe letztens erst wieder ein Video gesehen. Das ist schon älter, vielleicht sogar schon 2 Jahre oder so. Wo sie halt ist so ein YouTube-Channel, der sich halt mit allen möglichen KI-Sachen beschäftigt. Und da haben sie halt sowas vorgestellt, wo Forscher halt Das gibt's doch nicht! Schon... Doch, das geht ganz wohl. Da haben die halt hier so natürliche Bewegungsabläufe halt trainiert für so ein neuronales Netzwerk und dadurch konnten sie halt Alter! Das kann doch nicht wahr sein. Okay, dich interessiert das nicht. Das hat mir gerade richtig Schmerzen zugefügt hier. Erzähl mal weiter. Da haben sie zum Beispiel einen Wolf gehabt und der hat sich richtig natürlich bewegt. Der konnten sie halt da durch die Gegend laufen lassen. Das sah richtig echt aus. Und auch das gleiche mit dem Menschen. Da haben die sich halt... Schneller. Hat er sich einfach so bewegt und über Steine und sowas und hingesetzt und all so ein Kram. Und das war halt... Alles total flüssig. Okay, danke fürs Zusehen.